Hallo, ich grüße euch. Ja, warum sitzt er jetzt hier von dieser Kamera im fast halbdunklen? Tja, ich gehe zu meinen Freunden Dr. Det Mut zur Lücke in der vierten Generation Zahnarzt. Nun, ich habe auch Mut zur Lücke und das ist aber eine andere. So, mein bester Freund ist Lucifer. Und meine beste Freundin ist die Wahrheit. Hört sich bescheuert an, ist aber so. Lucifer ist ein verdammt ehrlicher Mann. Schaust du in Lucifers Augen, wirst du die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen. Alles, was in dir schlummert, wird Lucifer aus dir herausholen. Deswegen mag ich ihn. Die Lady. Ja, sie ist eine Lady, die Wahrheit. So, das sind zwei göttliche Wesen, die wir so als Mensch nicht verstehen. Natürlich will jeder von euch, aus welch einem Grund auch immer, göttlich sein. Er will immer zu Gott Vater, der da ist im Himmel. Ich habe Freunde, Lucifer und die Wahrheit. Sie hier ist natürlich völlig nackt, das ist richtig, aber sie sagt mir immer, wie es ist und bringt mich auf den Boden der Tatsachen. Lucifer schaut mir immer in die Augen und fängt an zu schmunzeln. Du bist ja auf dem Boden der Tatsache. Sorry, wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen. So, dieses Video heute hier gesprochen als Mensch zu Mensch, der, wie gesagt, für die Anwälte, Staatsanwälte und Ärzte und Richter arbeitet. So, und Polizei auch. So, aber ich arbeite für diese Klientel, aber nur dann, wenn diese Klientel etwas von mir haben möchte. Mittlerweile sind auch Immobilienvertreter dabei. Künstler aus allen Welten, aus allen Sprachen sind dabei und natürlich der Bürger aus allen Welten. So, ich muss manchmal in Sekunden Englisch, Französisch sprechen oder denken oder versuchen dahinter zu kommen, was diese Person in diesem Moment, wenn nicht angesprochen, in fremder Sprache. Ich habe auch Spanier da, der kommt rein. Viva Revolution! Okay, ihr merkt schon, es ist eine Kundenklientel, die eine gute Kundenklientel. So, dieses Video in dieser vollen Montur jetzt hier gemacht, ist klar. Ich hatte ja gerade gesagt, ich muss zu Dr. Det Mut zur Lücke. Und Dr. Det Mut zur Lücke zeigt mir gleich, was wir machen, damit ich wieder ohne Schmerzen sein kann. Und da sind wir beim Kern des Videos. So, ich habe 2019, 2020 ein Check-up machen lassen. Alles, was man in der Medizin machen kann, habe ich durchgeführt. Führen lassen. Ich habe das komplette Blutbild untersuchen lassen. Ich habe meinen Körper untersuchen lassen. Ich habe mich persönlich den Studenten in der Universitätsklinik zur Verfügung gestellt als Corona-Patient. Jetzt werdet nicht sauer. Ja, natürlich wird man dafür bezahlt. So. Aber ich habe keine Lust mehr zu schweigen, weil der Rattenfänger von Hameln das Lied Corona pfeift und mir ist aufgefallen durch den Stellungswechsel in der Welt der Industrie, kommt etwas im Jahre 22 auf uns zu. An alle, die den Rattenfänger von Hameln mit seinem Konzert Corona folgen,
Bitte passt auf euch auf. Jeder, der Corona, Corona, Corona schon singt und spinnt, ist dem Rattenfänger und seiner Melodie leider wirklich und tatsächlich verfallen. Tja, ich habe die Diagnose liegen, sie ist verbrieft, ich habe nichts. So, man durch diese hundertprozentige Untersuchung wurde festgestellt, dass eine Niere eine abknickende Niere ist, also muss ich da aufpassen. Durch die Untersuchung wurde festgestellt, dass ich Altersdiabetes bekommen habe und ich auf mich aufpassen sollte. Da ich mich zur Verfügung gestellt, der Universitätsklinik zu Essen, für die jungen Ärzte, sie brauchen ja halt, habe ich also festgestellt, wie mein Herz arbeitet. So, mein Blut, mein Herz, meine Organe und ich selbst weiß nun medizinisch, wie gesund ich bin. So, jetzt frage ich in diese Kamera, du bist ein Zuschauer, ich weiß nicht, wo du herkommst, ist mir auch jetzt in diesem Moment egal. Aber wenn eine Person wirklich tatsächlich gesund ist, warum soll diese Person nun geimpft werden? Eine Impfung stellt immer den Virus dar. Das heißt, man muss dir diesen Virus spritzen, damit dein Körper sich auf diesen Virus einstellt. Wenn dieser Virus bei dir eindringt durch Nase und Mund oder durch Poren, je nachdem, dass das, was in deinem Körper ist, signalisiert, ey, da ist der Virus, den muss ich jetzt angreifen. Brrr. So funktioniert eine Impfung. So. Gegen gewisse Pocken wurde geimpft und so weiter. Also Schluckimpfungen und Pockenimpfungen und so weiter, Tetanusimpfungen und so weiter und so fort. So. Ich höre täglich von meinen Kunden, ja, ich gehe zum Arzt, wenn es mir nicht gut ist. Da habe ich gesagt, geh doch mal dahin und lass dich checken. Ja, warum? Damit du weißt, was du hast. Na, ist egal. Kostet halt, ist richtig, aber das Geld investiert ist vollkommen okay. So, wir schreiben jetzt November, Dezember 2021. Und uns ist allen klar, dass ab 01.01.2022 die neuartige Industrie 4.0 uns wirklich tatsächlich einen neuen Weg zeigen wird. Anwälte, ob Aufklärung oder auch nicht, müssen digital arbeiten. Richter müssen digital arbeiten. Und in der Welt der Polizei werden jetzt einige Polizisten im Cyberspace arbeiten. Sie werden solch ein Video untersuchen, sie werden so eine Person untersuchen und sie werden auch den Zweck des Videos analysieren. So funktioniert 22 bis keine Ahnung. So, ich habe hier die Analogisten, die leider nichts gelernt haben, aber den Lauten machen. Sie wissen nicht, was digital bedeutet. Diese Analogisten wollen unbedingt wieder zurück in ihre Analogie. Ich habe auch Träumer und Phantasten hier, die wie die Gurus der damaligen Zeit, Hare Krishna, Hare Hare, und den Guru kannte ich auch sehr gut, Osho. Osho war der Guru, der, wie gesagt, alle zu diesem hingeführt. Und da komme ich auch zum Schluss des Videos. Wir leben in einer Zeit der Verführung. Wir werden immer verführt. Es hat noch nie gegeben, dass wir nicht verführt wurden. Und weil wir verführt wurden, wird es sich das wohl auch nie ändern. So, jetzt sind wir mit dem Virus Corona infiziert, aber nur als Vision. Herr Lauterbach macht Geld damit. Alle machen Geld damit, besonders Herr Lauterbach und natürlich absolut besonders Herr Spahn. So. Und die anderen Flinten-Uschi
wie sie alle genannt werden, die mal eben 45 Kilometer mit einem Flugzeug 19 Minuten unterwegs, ist klar, ne? Weil ich kann es ja. Und dann ein neuer Kanzler mit einem Wagen, der 500.000 Euro kostet, damit er Sprengstoff gesichert ist. Ja. Es ist richtig, weil die, die das zerstören könnten, es nicht tun, weil so eine Rakete, die das kann, auch so ein Fahrzeug vernichten, kostet viel zu viel Geld. Ne? Bunkerknacker. So. Da ich ja dem Datenhighway fröne, das seit 50 Jahren, den Datenhighway liebe und den Datenhighway mag, wird mir eines klar. Wer also auf dem Datenhighway reitet, ist genauso unterwegs wie einer, der ein schnelles Auto haben will, das Geld aber nicht dafür hat, aber dennoch haben will. Und so ist es mit Corona, die wollen alle Kohle machen, die haben zwar kein Corona, aber das ist denen egal. So, der Herr Lauterbach verdient sein Geld, alle verdienen sein Geld, die haben alle gemerkt, ey, damit kann man Geld verdienen. Die Anwälte für Aufklärung, die Ärzte für Aufklärung, ja, die beiden haben es gemerkt und die ziehen es gnadenlos durch. Richter, Staatsanwälte, Polizisten für Aufklärung sind ruhig, sie sagen nichts. Und aber Ärzte, Anwälte machen, wie gesagt, den Lauten. Und warum mache ich das Video? Weil im Video derer immer steht, bitte spenden. Bitte spenden. So. Und jetzt muss ich einfach mal sagen, ich habe noch nie in all den 50 Jahren der Videotechnik als Filmfotoberatung und als Filmautor und auch als Filmmacher Herstellung in der Welt der Regie, Dramaturgie noch nie gesagt und bezahl mich doch. Nö, weil genau das Kunst war. Kunst lebt von Applaus und von Anerkennung. Und da das Analysieren mein Beruf ist, ich bin also ein, analysier mir das mal und sag mir mal, ob das was bringt. So. Wenn ich also so einen Auftrag bekomme, bitte analysiere mir das und sag mir, ob das was bringt. Habe ich dem Kunden dann alles, dafür habe ich dann mein Geld bekommen, für die Analyse. Ja, ich habe dann fototechnisch, videotechnisch oder digitaltechnisch versucht, dem Kunden das dann zu geben. Überwiegend war es früher analog, da musste gezeichnet werden, Tortengrafik oder keine Ahnung. Irgendwelche Bildnisse, ja, so. Und heute wird alles vermarktet. So ein Bildchen in Sprache gesetzt, damit der Kunde versteht, was man meint. Dialog, Monolog, Prolog und was weiß ich nicht alles, werden dann für 1,50 Euro verkauft. Habe ich so ein Bildchen? Muss ich gucken. So, zum Beispiel. Ne? So, ne? So, das ist Togo Direkt. Ein Kunde kommt aus Lübeck und hat ein Museum, was immer damit er meint. So, er hat ein Ausstellungsdatum gehabt von April bis September, das war aber im Jahre 2007. Müsste ich mal wieder reingehen. Ne? So, Togo ist ein Metallkünstler, ne? Ein afrikanischer Metallkünstler. Ne? So, und wo lebt er? In Neunkirchen lebt er. Ne? So. Ihr merkt schon, ich bin ja digital und ihr habt ja auch gerade das Piepen gehört. Ich bin immer in Pressur, ich kriege immer eine Frage, ich kriege auch immer eine Antwort. Diesmal wurde ich wieder gefragt, deswegen darf ich das nicht zeigen. Aber ich darf euch zeigen, Drosten zum Beispiel, wir haben keine Pandemie. Dann haben wir Leute, die sagen, wir hätten Pandemie. Dann haben wir, muss ich mal gucken, wo sie sind, meine Ansprechpartner. So, ist nicht so einfach, die jetzt hier zu finden, aber ich werde sie euch kurz zeigen. So,
Dr. Alexander Christ, Anwalt für Aufklärung, dann die Anwälte für Aufklärung, dann Gregor Gysi und natürlich die Ärzte für Aufklärung. Und ich habe noch keinen speziellen Arzt herausgefiltert, könnte ich zwar, ich kenne sie ja, aber der lebt ja jetzt in Afrika. Hm? Ist so, keine Ahnung, passt irgendwie, ist auch eine Symbiose. Er ist Afrikaner, der gewisse Arzt, Aufklärung ist jetzt in Afrika. Ich muss schmunzeln. So, da ich jetzt zig Sprachnachrichten hier erhalte, sind die natürlich wichtiger wie das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ihr diese Videos nicht versteht, ihr lauft ja eh hinter dem Rattenfänger her. Ich bin eine Person, lasst mich in Ruhe. Solange ihr hinter einem gewissen Rattenfänger herlauft, ja, seid ihr selber schuld. Wenn ihr dann irgendwann mal in einer verlorenen Gasse steht und den Rückweg nicht kennt, tja, dann gehört ihr zu den sogenannten Lemmingen, ja, die schon im Commodore Atari rumgelaufen sind und im Amiga. Macht eines klar, wenn ihr unbedingt ein Lemming sein wollt und wenn ihr unbedingt der Schalmei eines Rattenfängers, dann seid ihr, wie gesagt, ja, macht es, tut es. Corona ist eine Waffe, eine Cyberwaffe. Und mir ist es vollkommen egal, ob ich gemocht oder nicht gemocht werde, weil ich habe den Nachweis, 10 Seiten meiner Organe, meines Blutes, meiner Sehkraft, ja, ich brauche die Brille nur zum Lesen. Ja, also der Augenarzt sagte zu mir, wow, wow, wow. An sich sind die Menschen bei mir ab 45 und sie können meist nicht sehen. Du bist schon über 60 und brauchst nur eine Lesebrille. Der andere Arzt sagte, wow, 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 was soll ich mit dir machen? Du bist gesund. Ja, was soll ich jetzt mit dir machen? Pass mal auf, ich verschreibe dir ein paar Pillen und das ist jetzt die Kernaussage. Er hat mir 9 Pillen verschrieben und ich habe diese 9 Pillen in gutem Glauben eingenommen und mir ging es scheiße. Meine Kunden haben mir gesagt, ey, was ist mit dir denn los? Du benimmst dich wie ein Roboter. Dein Wesen hat sich verändert und warum blutest du? Ich meine, ich habe es ignoriert, ich bin ehrlich, bin immer ehrlich. Ich habe es ignoriert. Und da sind wir also bei der Kernaussage, wie mir die 90 Euro fehlten, weil so teuer kommen mir diese Tabletten. Sie kosten mir 90 Euro. Und wie die mir fehlten, diese 90 Euro, habe ich die abgesetzt. Und jetzt auf einmal sagen alle, ey, du blutest ja gar nicht mehr. Immer, ich wollte dir sagen, du bist ganz anders, du bist viel fröhlicher, du bist viel aufgeschlossener. Ey, mit dir kann man ja wieder reden, du bist ja wieder der Alte. Ich habe die alle angeguckt. Wie kommt denn, ja, ich, alle sagten, hör mal, lass mal die Tabletten weg, mein lieber Freund. Lass mal die Tabletten weg. Ich habe es gemacht, seit einem halben Jahr esse ich diese Tabletten nicht mehr. Und ihr seht, mir geht's gut. Und da fiel mir auch auf mit Corona, weil ich ja, wie gesagt, mich wegen Corona da als Patient zur Verfügung gestellt hatte im März 2020, habe ich nun mal vieles festgestellt. So, und ich habe etwas anderes festgestellt, dass hier die größte Lüge aller Zeiten. Und mir ist auch aufgefallen, dass ihr diese Lüge unbedingt wollt. Ihr wollt diese Lüge. Und ich sage euch eines. Wenn ihr anfangt mal aufzuhören, dieser Lüge zuzuhören, könnte es sein, wie mir, der die Tabletten nicht mehr genommen hat, plötzlich wieder wach werdet. So, ihr werdet wach und ihr passt plötzlich ein bisschen mehr auf euch auf. Ihr passt mehr auf euch auf in dem Moment, wo ihr wach geworden. So, da ich jetzt eine Schalmei gehört habe, werde ich mich dieser Schalmei widmen und euch nur sagen, bis später. Ich versuche eine Sendung zu machen, so wie Dr. Det, Mut zur Lücke oder andere. Schauen wir mal. Ich weiß nur, dass meine Schauspieler Geld kosten und dieses Geld werde ich wohl vorerst nicht haben. Deswegen kann ich euch meine Schauspieler nicht zeigen.
Ihr könnt aber meine Schauspieler bei Ihnen selbst, müsst ihr halt auch bezahlen. Sie kosten 18,50 Euro die Stunde oder im Monat, je nachdem. Und meine kosten leider 750 und aufwärts. Sie gehören halt nicht dazu. So, Til Schweiger und wie sie alle heißen, gehören zu einem gewissen Miet mich. So heißt das. Du bist Miet dein Star. Ne? So, Miet meinen Star für 18,50 Euro. Ob ihr dann jemals Lauterbach, keine Ahnung, ob ihr die da alle mal oder Til Schweiger mal wirklich tatsächlich zu Hause haben werdet vor eurer eigenen Kamera, das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass sich zwei verkauft haben, das ist Frank Zander und Dieter Hallervorden, die haben es und gewisse andere auch, die haben sich sehr gut verkauft, besonders Gottschalk, Thomas Gottschalk hat sich sehr gut verkauft und Piff Paff hat es auch hinbekommen. Ich gratuliere Ihnen allen. Schauen wir mal. Also ich fange wieder an ab 01.01.2022. Keine Ahnung. Ich muss gucken, wo ich das Geld herhole, damit ihr neben mir Koryphäen stehen seht. Und sobald ihr die Koryphäen neben mir stehen seht, kann ich euch sagen, ich habe sie sehr gut bezahlt. Ob Dr. Dead, den ich gleich fragen werde, mir mal zur Verfügung steht, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kann es ja mal versuchen. So, macht's gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich weiß, ich kenne eure Argumente. Deswegen dürft ihr auch nicht darunter schreiben. Ne? Ja, ich arbeite für Google. Ich habe für Google unterschrieben.